Hallo und herzlich willkommen zu Schweighofers Horror Palace. Mein Name ist Matthias und ich zeige euch heute mal einfach, wie man eine geile Horrorgeschichte macht. Horror Make-up heißt für mich, ich brauche mal so Zahnarzt-Equipment. Das habe ich mir auf Amazon gekauft, kostet einen feuchten Scheiß. Vor allem auch dieses Plastik von Grimas. Eine sehr, sehr gute Modelliermasse, mit der man eben Hauttöne modellieren kann, Narben machen kann. Mega geil. Zudem benötigen wir noch ein wenig Make-up, im Idealfall der Hautton, den ihr auch selbst besitzt. So etwas kann man auch ohne weiteres der Freundin klauen, solange ihr nicht jeden Tag ins Solarium geht. Und ihr eben nicht. Dann haben wir noch von Grimas sogenannte Puderfarben. Das sind Farben, die man eigentlich wie so Lidschatten auftragen kann. Die decken extrem gut und schnell und brauchen vor allem kein Wasser. Das heißt, wunderbar für mich. Dann habe ich mir von Grimas noch Kunstblut gekauft, einen ganzen Liter. Und ein paar Pinsel benötigen wir auch. Und das wäre es dann eigentlich auch schon. So. Unser Arbeitsschritt vorab ist mal so kleine Knödelchen rausmachen aus diesem Teil, denn die lassen sich dann idealerweise zu kleinen Würstchen formen. Das ist extrem wichtig, denn die müssen warm sein, gut durchgeknetet sein, warm sein, ja, damit man sie auch wirklich dann schön formen kann. Das heißt, hier werden die jetzt noch ganz schnell in Form gebracht. Sollte das ein bisschen kleben, nutzt einfach Backpapier auf dem Untergrund des Tisches, dann wird das schön sauber bleiben. Bei mir habe ich das vergessen. Okay, jetzt werden die Teile so U-förmig einfach mal hier mit meinen kleinen Zahnarztpraxisteilen hier befestigt und auf einer Seite immer ausgestrichen, auf der anderen bleiben sie offen. Ihr seht dann gleich, was ich da meine. Das heißt, die werden hier immer so drauf gemacht, genau. Und versucht die Seite, die ihr glatt streicht, auch wirklich schön seitig glatt zu machen. Das klappt am besten, wenn ihr den Finger ab und zu mal mit Spucke ein bisschen nass macht, denn der macht das auch dann wieder glatt und funktioniert so sehr gut. So. Ich stelle fest, dass ich sehr gut anscheinend bin mit meinem Mittelfinger hier beim Arbeiten. Komischerweise fällt mir das erst nach 35 Jahren auf. Egal. Fakt ist, das Ganze dauert natürlich ein bisschen, hat bei mir jetzt in etwa, bis das Ganze dann fertig war, 5 Minuten gedauert ungefähr. Ich spule es hier mal ein bisschen vor, dass ihr dann seht, wie einfach das geht und wie es am Ende dann aussehen soll. Nach unten hin lasse ich die ganzen Teile so ein bisschen auslaufen und achte darauf, nicht zu viel aufzutragen. Die Hand soll nicht mega dick werden. Dann kommt Make-up drauf. Ich versuche hier im Idealfall meinen Hautton zu erreichen. Schaffe ich nicht wirklich, aber ist nicht tragisch. Ein bisschen dunkler ist nicht schlimm, denn es kommt ja jetzt das Kunstblut drüber. Und das wird einfach schön in diese Löcher, die ihr hier freigegeben habt, noch reingemahlen. Finger noch ein bisschen Make-up überall noch drauf. Und dann sollte das Ganze dann auch so aussehen. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Arbeit von 5 bis 10 Minuten. Macht tierisch Spaß und gerade zum Fotografieren ideal. Und sieht dann eigentlich so aus. So ein kleiner Unfall mit der Kreissäge. Sollte euch solches Make-up interessieren oder wollt auch geile Bilder bearbeiten, schaut doch einfach mal vorbei bei www.schweighofer-artbook.com. Ab Mitte Oktober kommt die neue Horror-Artbox 2 raus. Und die rate ich euch und lege ich euch sehr ans Herz. Genau. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr euch meinen Horror-Palace angesehen habt. Viel Spaß beim Make-up machen. Schweighofer and out.